im Endeffekt am Ende des Tages haben wir wenig Arten, die eine Überproduktion an Schadinsekten nicht mehr abfangen können. So, funktioniert das mit mir wunderbar. Hallo. Ich würde euch gerne dieses Bild zeigen, aber der Franz hat es mir leider schon ein bisschen vorweggenommen. Ich kann nicht mit wunderbaren Botschaften über die Vogelwelt aufwarten, sondern der Farmland Bird Index von BirdLife Österreich zeigt halt leider ein konträres Bild. Also wir haben über alle Farmland Vögel, also das sind alle Vögel, die wir als Offenland charakterisieren, 40% Bestandsentbrüchen gehabt. Jetzt könnte man sagen, okay, Österreich, vielleicht nur bei uns ein Fall, vielleicht ist das nur ein Problem, ein nationales Problem, aber das Bild zeigt sich über ganz Europa. Was sieht man hier? Man sieht einerseits die blaue Linie, das sind die All Common Birds, also das ist Amsel, Drossel, Sink und Star, also die Arten, die Sie aus Ihrem Garten, aus Ihrer Umgebung, im Nahbereich der Parkanlagen etc. kennen. Man sieht die in hellen Brauntönen, die Common Woodland Birds, die sind all die Vögel vom Wintergoldhähnchen, Buchfink, Singdrossel und die Farmland Birds. Ja, man sieht, okay, es geht überall runter. Also die SPÖ würde in dem Fall sagen, die Richtung stimmt. Nur im Vergleich zu dem Farmland Bird, zum Farmland Bird Index hat sich der Common Bird Index und der Forest Bird Index wieder stabilisiert oder geht nach oben. Also bei 90%. Die Studie ist übrigens aus 2012, auch schon wieder veraltet. Und Spoiler Alert, die Farmland Bird Index geht weiter nach unten. Picken wir uns mal zwei Arten raus. Die Fellgerche in Österreich, weit bekannter Vogel, Shakespeare redet schon von ihr, findet man bei uns in den Agrarlandschaften, in den Wiesenlandschaften, steigt sogar bis über die Baumgrenze hinauf. 40% Bestandsentbrüche auf den Probeflächen, die BirdLife Österreich in den Agrarlandschaften sich angeschaut hat. Noch schlimmer schaut es beim Baumkehlchen aus, da haben wir seit 1998 50% Bestandsentbrüchen. Ist eine Wiesenbrüterart, kommt in den Tallagen in Tirol, Salzburg, Niederösterreich, im Waldviertel, bei Moosbrunn ist jetzt schon ausgestorben, kommt vor und die werden wir wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren verlieren. Also die Fellgerche nicht, aber das Braunkehlchen schon. Und wenn man rechts oben sich das Bild, das ist übrigens aus Allensteig, anschaut, was der Vogel im Mund hat, futtertragend, Weibchen, füttert die Jungen, ist ein Insekt. Das sind genau die Arten, die wir jetzt gerade verlieren, die auf kleine Insekten gehen. Die großen Insektenjäger, die haben wir leider vor 40 Jahren schon in Österreich verloren. Das waren so schöne Vögel wie Blauhacke, Schwarzschildbürger, Raubwürger, also den Vogel, den ich ganz am Anfang gezeigt habe kurz. Die sind wahrscheinlich draufgegangen, weil die Weidewirtschaft und wir die Wiesenwirtschaft schon verloren haben und hier umbrochen haben zur Ackerwirtschaft. So, wenn wir jetzt über Insekten reden, müssen wir natürlich die Krefeld-Studie mal kurz darauf eingehen. Eine Grafik links von der Krefeld-Studie, die Bestandsentbrüche von der Insektenbiomasse in Norddeutschland in Naturschutzgebieten beleuchtet hat. Und daneben eine aktuelle Studie aus Nature von Seibold et al., die in Deutschland 200 Standorte rund angeschaut haben, über 20 Jahre, immer standardisiert mit der gleichen Methode, geschaut haben, was verändert sich. Und man sieht, überall gehen die Insekten runter, auch im Wald, aber bei der Artenanzahl und bei der Biomasse ist der Trend in der Agrarlandschaft viel stärkerer als jetzt in den Wäldern. Hat auch ein bisschen den Hintergrund, die Wälder in Europa oder auch in Österreich und in Deutschland werden wieder besser. Man geht ab von dieser Fichtenmonokultur und sie wandeln sich ja langsam wieder in artenreiche Mischwälder, was man jetzt in der Agrarlandschaft so momentan, ein bisschen wie Birnen und Äpfel vergleichen, passt, aber hier die Trends verstärken sich auswirken. Ja, und wieso erzähle ich euch was über Insekten? Nicht nur, weil sie diversen Tieren gut schmecken, sondern weil es eigentlich ein sehr wichtiger Faktor ist in der Agrarökologie. Es gibt eine wunderbare Arbeit aus 2019 von Denise et al., da haben 40 Kollegen mitgearbeitet, sie haben sich angeschaut, wie wirkt sich nun Landschaft, Simplifizierung der Landschaft, Artenreichtum, die Artenabundanzen, wie wirken sich die auf Ertrag, auf Schadinsekten und auf Bestäuber. Und
Das hat es ja schon gezeigt, dass je einfacher die Landschaft ausgestaltet ist, umso weniger Arten hat man und umso mehr Schadinsekten hat man. Genauso aber auch geht, je mehr Schadinsekten hat, dann noch nicht der Ertrag zurück. Das heißt, je mehr Diversität vorhanden ist, umso weniger Schadinsekten hat man, umso mehr steigert sich auch der Ertrag in den Agrarflächen. Wenn wir uns das ein Beispiel von einer mitteleuropäischen Landschaft anschauen, hier haben wir in einer reich strukturierten Landschaft, zum Beispiel rechts zu sehen, einen Sandstreifen, einen Heckenzug, einen Altgrasstreifen, der nicht nur aus zwei, drei Arten besteht, wie zum Beispiel Löwenzahn und Hanefuß, sondern da Schafgarbe drin, diverse Pflanzen drinnen. Und da profitieren natürlich viele Bestäuber, viele Insekten, auch der Rübenrüsseler links profitiert von solchen Flächen, weil diese Art ist eine polyphage Art, das heißt dafür, die frisst einfach alles, was sie kriegt. Die ist jetzt nicht spezialisiert nur auf die Rübe, sondern die geht auf die Pastinake, die geht auf diverse Apiazeen, die frisst einfach viel. Und ja, was passiert immer, wenn man so eine Hecke wegnimmt? Oh, da ist die Fledermaus verschwunden. Viele Fledermausarten bei uns in Österreich sind strukturgebunden, das heißt, die brauchen, damit sie sich orientieren können, auf Jagdflügen Hecken. Wenn man die aus der Landschaft entfernt, fliegen sie einfach nicht mehr in diese Flächen rein. Oder der neue Töter, der verschwindet, weil der verschwindet damit Brutplatz. Ja, man sieht schon mal, es ist ein sehr simplifiziertes Bild. Die Nahrungsnetzwerke verändern sich, verschieben sich, werden kleiner. Wenn wir diesen Grasstreifen zum Beispiel zum Weiler Acker, polemisch gesagt, doch immer bis zum Rand einer Straße ausgereizt werden muss, also ich komme aus Salzburg, da ist das wirklich ein Thema, da gibt es fast keine Äcker mehr, die einen Blütenstreifen auf den Seiten haben, weil ein Bauer braucht einen sauberen Acker. Naja, dann verliert man dann mal die, wo sind Schmetterlinge, die verliert man. Die sind weg, die Polyphagenarten sind weg, die Bestäuber verliert man mit der Zeit und auch die Evertebraten, die Insekten, die räuberisch leben, wie Laufkäfer, Spinnen, verliert man mit der Zeit an. Und im Endeffekt schaut dann eine Fläche so aus, ja, in der kommt dann noch vielleicht der Kiebitz vor, aber im Endeffekt, am Ende des Tages haben wir wenig Arten, die eine Überproduktion an Schadinsekten nicht mehr abfangen können. Das Netz, das es eigentlich auffangen sollte, die Schadinsekten, die mitgehen, ist weg. Und damit bin ich schon bei meinem Ende. Vielen Dank und